Eine Aufgabe können wir noch machen. So. Die zweite Aufgabe war die Summe der ersten n Fibonacci-Zahlen. Ne? Was ist denn die Summe der ersten n Fibonacci-Zahlen? Also wenn wir zum Beispiel 1 plus 1 plus 2 rechnen, kommt 4 raus. 1 plus 1 plus 2 plus 3 kommt 7 raus. 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 5 kommt 12 raus. Ist Ihnen da was aufgefallen? Ja? Ja, genau. Ne? Wenn man auf diese Summe 1 dazu addiert, kommt man auf die übernächste Fibonacci-Zahl. Also Beispiel, 1 plus 1 plus 2 ist 4. Wenn ich jetzt 1 drauf addiere, 5, komme ich zur übernächsten Fibonacci-Zahl. Genauso 1 plus 1 plus 2 plus 3 haben wir gesagt, ist 7. Wenn ich 1 dazu addiere, komme ich auf die übernächste Fibonacci-Zahl. So. Das heißt, als allgemeine Aussage, die jetzt noch zu zeigen ist, ne? Erstmal haben wir es bei den ersten Paar nur gezeigt. Die Summe der ersten n Fibonacci-Zahlen ist gleich gerade die übernächste Fibonacci-Zahl minus 1. Die Summe der ersten n Fibonacci-Zahlen ist gerade die übernächste Fibonacci-Zahl minus 1. So. So, jetzt gucken wir mal. Machen wir es für n gleich 1. Ne? Die Summe der ersten Fibonacci-Zahlen geht von i gleich 1 bis 1. Ne? Fi, warum beschwert sich hier keiner? So, Fi ist gleich gerade F1, das ist 1. Und 1 ist gleich 2 minus 1 und 2 ist ja gerade F3 minus 1. Stimmt, ne? Die Summe der ersten n Fibonacci-Zahl, der ersten Fibonacci-Zahl ist nur F1 und das ist gerade F3 minus 1. Funktioniert. Jetzt Induktionsannahme. Die Aussage gilt für n gleich k. Also i von i gleich 1 bis k fi, die Summe ist gleich fk plus 2 minus 1. Zu zeigen ist, dass es dann auch für den Nachfolger gilt. Also die Summe von i gleich 1 bis k plus 1 fi ist gleich fk plus 1 plus 2 minus 1. Ich habe es mal ganz stur eingesetzt. Ne? Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man da nichts falsch macht. Ich habe jetzt mal wirklich für jedes n hier k eingesetzt. Ich habe die Aussage mit n genommen, für jedes n k eingesetzt. Das ist die Induktionsannahme. Und dann habe ich für jedes n k plus 1 eingesetzt, es zu zeigen. Na, jetzt macht man so, wie man es bei Induktion immer macht eigentlich, ne? Insbesondere bei so Summenformeln. Man beginnt hier auf dieser Seite, formt so lange, bis man auf der rechten Seite rauskommt. Oder, Sie kennen die Strategie von vorne und von hinten, bewegt man sich so lange, bis man in der Mitte rauskommt. Also versuchen wir es mal. Die Summe von i gleich 1 bis k plus 1 fi. Was können wir da machen? Ja? Ja, so. Ich addiere also gerade auf den größten Teil der Summe noch das letzte zusätzliche drauf, was im Induktionsschritt dazukommt. So. Was kann ich jetzt machen? Kommen Sie, Induktion, das geht doch sozusagen in Schlaf, oder? Deswegen schlafen Sie auch alle gerade so. Langweilig, ne? Nee. Also, was mache ich jetzt hier mit dem Teil?
Der Witz ist ja, kommen Sie, ich habe hier eine Summe, da addiere ich jetzt k plus 1 Elemente. Das Hinterste, das nehme ich raus und habe dann nur die Summe bis k. Und jetzt kann ich was in Induktion machen? Ja, richtig, genau. Das ist meine Induktionsannahme, ne? Dann setze ich einfach das hier ein. Ist gleich fk plus 2 minus 1 plus fk plus 1. Was machen wir jetzt? Ja, fk plus 1 plus fk plus 2 ist fk plus 3, ne, bei den Fibonacci-Zahlen. Nimm zwei Fibonacci-Zahlen, addier die, kommt die nächste raus. Also zwei benachbarte Fibonacci-Zahlen. Das ist gerade fk plus 3 minus 1. Ne? Und fk plus 3 ist ja genau das, wo ich hin wollte. Okay.